Der Stadtpark ist schön. Der Hamburger Stadtpark in Winterhude ist mit knapp 150 Hektar die drittgrößte Grünfläche der Hansestadt und inzwischen schon über 100 Jahre alt. Ein 35 Hektar großer Teil des Parks war früher das private Jagdrevier des Hamburger Geschäftsmannes Adolf Sierich. Dieses Grundstück wurde in 1901 von seinen Erben an die Stadt Hamburg verkauft und ein Jahr später begannen die Umbaumaßnahmen zum Stadtpark. Der Stadtpark, das sind viele Facetten. Hier treffen Natur, Freizeitangebote, Spiel, Sport sowie Kunst und Kultur aufeinander. Für jeden Hamburger ist etwas dabei. Der Stadtparksee lädt ein zum Paddeln, Kanu- oder Tretbootfahren. Und im Sommer natürlich zum Schwimmen. Entweder im Freibad oder auch mal direkt am Seeufer. Ein Wahrzeichen des Parks, das Planetarium, steht im nordwestlichen Teil und wurde zunächst als Wasserturm erbaut. 1929 wurde der Umbau beschlossen und schon ein Jahr später fand die offizielle Einweihungsfeier statt. Heute hat man von der Aussichtsplattform des Turms den besten Blick über den Park und das angrenzende Hamburg. Der Stadtparkverein wurde im Jahr 2001 neu gegründet. Heute kümmern sich ungefähr 140 Mitglieder, davon um die 30 Aktive, in mehreren Arbeitsgruppen um den Park mit seinen Pflanzen und Kunstobjekten. Neben einer intensiven Informations- und Öffentlichkeitsarbeit kümmert sich der Verein um den Aufbau eines Archivs, die Durchführung von Parkrundgängen und die Einrichtung eines Kommunikationszentrums im Forsthaus. Grund genug also für ein Treffen des Eppendorf-Magazins mit der Geschäftsführerin des Vereins, denn nach dem Ende der Corona-Beschränkungen will der Stadtparkverein nun wieder voll durchstarten. Mein Name ist Heidi Gimmer-Schneider, guten Tag. Ich bin die Geschäftsführerin des Stadtparkvereins Hamburg e.V. Dieser Verein existiert jetzt seit 20 Jahren. Und ich persönlich bin seit 18 Jahren Mitglied des Vereines. Habe immer im Vorstand mitgewirkt, was ich auch sehr gerne mache. Im Moment, wie gesagt, bin ich die Geschäftsführung. Ja, und wir machen viel, bieten viel an für die Winterhuder. Und wir sagen natürlich, es ist nicht der Winterhuder Stadtpark, es ist der Hamburger Stadtpark. Also für alle Hamburger. Ja, die Pandemie scheint ja weitgehend beherrscht zu sein. Auch hier im Stadtparkverein soll es wieder losgehen. Die ersten Veranstaltungen wird es ab Juli geben. Heidi, was findet statt? Ja, wir haben uns natürlich in diesen Zeiten auch zurückgehalten, um auch ein gutes Beispiel abzugeben. Jetzt soll es ab Juli wieder losgehen. Und zwar sind das unsere historischen Rundgänge. Die finden an zwei Tagen statt. Ich glaube, die Daten gebe ich nicht durch. Da kann sich jeder informieren auf unserer Internetseite oder wir haben Aushänge hier im Stadtpark. Also die historischen Rundgänge finden statt, wo ganz viel erzählt wird über die Geschichte und schöne Anekdoten dabei sind. Circa 2 Stunden dauert so eine Führung. Dann wird der Blütenzauberrundgang wieder stattfinden. Auch das ist ein sehr, sehr beliebter Rundgang. Unsere Susanne Gabriel macht das sehr, sehr schön, erklärt alles, was blüht im Park. Und dann gibt es noch die Kräuterwanderung. Da werden natürlich auf allen Vieren häufig, wird rumgekrabbelt und wird Kräuter angeguckt und alles. Also das passiert im Juli. Über den Juli hinaus wollen wir wieder unsere alten Sachen anbieten. Alles altbewährt und gut und sehr gerne genommen. Das heißt, es werden Vorträge wohl wieder stattfinden, wenn es denn geht mit der Menschenmenge. Und es werden auch draußen im Garten viele Sachen gemacht. Also es läuft wieder weiter. Unser Vorzeigeprojekt ist das Projekt Ökologie im Stadtpark. Und da werden wir auch wieder viele Aktionen planen. Also da laden wir auch alle herzlich ein, dabei zu sein. Ja, Heidi, 20-jähriger Geburtstag vom Stadtparkverein 2021. Große Feier im Sommer, die fällt wahrscheinlich aus. Das ist so. Im Sommer, also zum offiziellen Geburtstag, fällt es tatsächlich aus. Wir haben alles verschoben und zwar weitestgehend in den September hinein. Um den Denkmaltag drumherum werden ein paar Sachen stattfinden, eine schöne Führung und wir lassen uns bestimmt noch schöne Dinge einfallen. Ein Highlight vielleicht? Einen schönen Rundgang, einen schönen Stadtpark-Rundgang nach Muster des historischen Stadtparkvereines. Das wird eine spannende Sache. Ja.
Du bist seit 18 Jahren hier Mitglied im Verein, der gute Geist des Hauses. Wie bist du denn eigentlich in den Stadtparkverein gekommen? Ich hatte in der Nähe ein wunderbares Weingeschäft. Und dadurch war ich natürlich angebunden an den Stadtpark und kriegte Kenntnis von dem Stadtparkverein, der gerade in Gründung war, und habe gedacht, das ist genau das Richtige für mich. Und trotzdem, oder obwohl ich schon lange dieses Geschäft nicht mehr habe, bin ich im Verein geblieben. Vereinsmeierei, das ist nicht so jedermanns, jeder Frau Ding inzwischen in den 20er Jahren. Warum macht es denn dennoch Sinn, auch in 2021 noch Mitglied im Stadtparkverein zu sein? Das ist eine gute Frage. Letztendlich, alle Vereine, glaube ich, kennen den Schwund an Mitgliedern, weil man immer denkt, das ist etwas, was nur ältere Leute machen. Es ist verkehrt. Gerade dieses Thema hier im Stadtpark hat mit Natur zu tun, hat mit sozialen Begegnungen zu tun, hat mit Kindern zu tun. Ganz, ganz viele Bereiche, und das sollte jeden interessieren. Und das ist, was modern ist. Es bleibt modern und ist modern. Was fragst du mich jetzt? Ich wollte die Frage stellen, die ich nicht gestellt habe. Heidi, gibt es was, was du unbedingt noch loswerden möchtest und was ich dich nicht gefragt habe? Eigentlich nicht, nein. Der Stadtpark ist schön. Und man sollte den Stadtpark auch mal besuchen, nicht nur um zu grillen und seinen Müll zu hinterlassen, sondern man sollte den Stadtpark besuchen, auch an den Ecken, die nicht ganz so bekannt sind, an den Ententeichen, rundherum. Da gibt es wunderschöne Plätze, wo man auch nicht denkt, dass man mitten in der Stadt ist. Versucht es mal, Leute. Macht mal einen ausführlichen Spaziergang dort. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Alles Gute in diesem Jahr und feiert so oder so ganz wunderschön. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Das werden wir auf alle Fälle tun. Danke, dass ihr da wart, und beim nächsten Mal irgendwann wieder gerne.